Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich habe vor einigen Monaten ein Video gedreht, wie ich mir meinen Weg hin zur finanziellen Freiheit vorstelle und warum ich dafür ausschließlich in Dividendenaktien investiere. Das steht ja manchmal so ein kleines bisschen in der Kritik und ich habe es versucht zu erklären. Zusammenfassend kann man sagen, ich möchte nicht über den jahrelang wirkenden Zinseszins an der Börse vermögend werden, sondern das Ganze möchte ich als Unternehmer erreichen. Und seitdem ich dieses Video gedreht habe, bekomme ich sehr viele E-Mails, Nachrichten, aber auch sehr viele Kommentare. Ja, ist ja schön, wenn du das so erreichen willst, aber historisch betrachtet mehr als 7-8% bekommst du sowieso nicht. Und hier ist natürlich so ein kleiner, ja vielleicht so ein kleiner Denkfehler vorhanden. 7-8% beziehen sich natürlich nur auf die Börse. Es gibt natürlich viel, viel lukrativere Möglichkeiten, um einfach Vermögen aufzubauen. Und ich möchte das heute mal so ein kleines bisschen erklären, worauf es meines Erachtens nach ankommt und möchte das auch so ein kleines bisschen anhand von mir selber als Beispiel zeigen und auch mal ganz konkret mit an Zahlen untermauern. Also fangen wir an. Ich habe in dem Video erklärt, es geht um drei Punkte. Es geht einmal um T, das ist die Zeit, die man mitbringt. Einmal geht es um K, das Kapital, und einmal um den Zinssatz P. So, normalerweise, du investierst über mehrere Jahrzehnte an der Börse dein Geld, hast quasi sehr, sehr viel Zeit, du investierst regelmäßig und dein Zinssatz sind halt deine 7-8% pro Jahr, die du hast. So ist, sage ich mal, der klassische Weg. Das hat ein bisschen was von Altersvorsorge, so ein bisschen über viele Jahre den Zinseszins arbeiten lassen. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Wege, um schneller vermögend zu werden. Ein ganz klassischer Weg sind Immobilien. Das funktioniert insbesondere damit, dass man das hier hebelt. Das heißt, du setzt als Beispiel 10% Eigenkapital nur ein und den Rest holst du dir von der Bank. Das heißt, das 9- oder das 10-fach, und damit hast du natürlich gigantische Eigenkapitalrenditen. Das heißt, deine Eigenkapitalrendite ist richtig nach oben. Das ist hier meistens so ein kleines Häuschen mit Immobilien der Fall. Damit werden sehr viele Leute doch auch relativ schnell vermögend bzw. finanziell frei. So. Und natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, gerade wenn man einen sehr gut bezahlten Job hat im Vertrieb. Bevor ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe, war ich im Bereich im Gewerbeimmobilien, im Vertrieb von Gewerbeimmobilien tätig. Und da gibt es natürlich auch noch ganz, ganz andere Summen, die man da verdienen kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt Unternehmer sein. Für mich ist es einfach der richtige Weg, aber ich will hier niemandem absprechen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Das ist sicherlich sehr individuell. Für mich ist aber quasi das Ziel, hier an diesen Renditen zu schrauben. Und zwar möchte ich das anhand eines Beispiels erklären, was ja wahrscheinlich inzwischen jeder kennt, und zwar vom T-Shirt-Business. Und zwar, warum eignet sich das T-Shirt-Business da sehr gut? Nun, ich glaube, zum einen kann man sich das so ansatzweise vorstellen, wie das inzwischen funktioniert, und zum anderen mache ich auch die Zahlen, also die Ergebnisse, öffentlich. Gehen wir nun von folgendem Beispiel aus, und das sind wirklich sehr vereinfachte Zahlen jetzt genommen, und sowas wie Steuern etc. ist jetzt erstmal außen vor. Nehmen wir an, ich kaufe für 1.000 Euro im Monat Designs genau 1.000 Stück. Das heißt, ich hätte nach 12 Monaten, nach einem Jahr 12.000 Euro investiert und 12.000 Designs. Ich hätte 12.000 Euro investiert und hätte 12.000 Designs. So. Wenn man die Designs nun, wenn man das ansatzweise vergleichen will, oder für meine Erklärung hier, betrachte ich jetzt ein Design mal nicht als ein schönes Bild, sondern als wie eine kleine Aktie. Also ich habe 12.000 kleine Aktien bekommen. Ich habe ja, könnte sagen, ja, wenn man es als Aktien bezeichnet, jede einzelne von diesen Aktien hat die Möglichkeit einer Art Gewinnausschüttung. Ich kann quasi eine Art Dividende von jedem einzelnen dieser Vermögenswerte bekommen. So kann man sich das vielleicht überlegen. Das heißt, wenn ich jetzt nur fiktiv in diesem Jahr 12.000 Euro damit verdienen würde, 12.000 Euro eingesetzt, 12.000 Euro verdient und am Ende des Jahres besitze ich die ja nach wie vor, diese 12.000 Aktien, hätte ich eine Rendite von 100%. Ich hätte eine Rendite von 100%. Vergleich zu den Aktien, ich hätte die 12.000 Euro in Aktien investiert, ich hätte vielleicht meine 7-8% da rausbekommen, 2-3% Dividende. Ich hätte am Ende des Jahres meine Aktien noch, aber halt ein kleines bisschen mehr. Also die Aktien wären vielleicht mehr wert oder ich hätte noch ein kleines bisschen Cash bekommen. Hier habe ich meine 12.000 Mini-Aktien, meine 12.000 Vermögenswerte nach wie vor, aber habe 12.000 Euro noch on top bekommen. So, das heißt, ich habe eine Rendite von 100% oder, naja, sagen wir mal 8% pro Monat. Das heißt, die Rendite, die ich an der Börse im Jahr erziele, habe ich
im T-Shirt-Business anhand dieses Beispiels jetzt im Monat gehabt. Und jetzt, wer sich die Zahlen so ein kleines bisschen anguckt hat und das über die Monate verfolgt hat, der weiß, dass wir hier wahrscheinlich eher von 200% oder 300% reden. Das heißt, wir reden, wenn man als Unternehmer tätig ist, von viel, 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 viel höheren Renditen, die grundsätzlich erzielt werden. Natürlich ist es jetzt hier sehr vereinfacht dargestellt, aber so im Groben funktioniert das ganz genauso. Und nun ist die Frage, warum macht das nicht einfach jeder? Und ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viele Punkte. Der erste Punkt ist natürlich, du musst Unternehmer werden. Das heißt, du musst auf eigene Rechnung, du musst auf deinen eigenen Namen Geschäfte abwickeln. Das heißt natürlich, du hast ein hohes Potenzial, was du an Renditen erzielen kannst, aber du hast auch ein gewisses Risiko und das ist nicht unerheblich. Gerade hier, nehmen wir an, du hättest am Anfang angefangen, 1.000 Euro investiert, hättest quasi noch gar kein Geld verdient und hast direkt eine Abmahnung mit 20.000 Euro ins Haus flattern bekommen, dann wären wahrscheinlich 99% der Neuunternehmer würden wieder aussteigen. So, das heißt, du hast durchaus ein gewisses Risiko, was du einfach, ja, das gibt's halt einfach. Der zweite Punkt ist, na gut, du hast nicht nur das Risiko, sondern du hast auch immer die Möglichkeit, ich sag mal, eines Totalverlustes. Es kann ja auch sein, dass das Ganze überhaupt nicht funktioniert. Gut, im T-Shirt-Business jetzt sieht man, dass es zumindest in gewissen Teilen funktioniert, aber es ist jetzt nur als Beispiel gewählt, es gibt ja noch viele andere Bereiche und das einfachste Beispiel ist wohl, du kaufst ein Produkt für 100 Euro, und beim Hersteller und verkaufst es für 200 Euro wieder. Das heißt, du hast direkt dein Kapital verdoppelt, hast eine Rendite von 100%. Nun kann es aber auch passieren, okay, du machst das einmal und siehst, es funktioniert und dann versuchst du es ein zweites Mal und es funktioniert nicht. Vielleicht hast du beim ersten Mal einen Glücksgriff gehabt und vielleicht gibt es inzwischen so viele Mitwettbewerber, Konkurrenten, die das Produkt viel, viel günstiger anbieten und auf einmal hast du ja quasi einen Totalverlust. Natürlich kann man sagen, an der Börse Wertpapiere muss man immer dazu sagen, ein Totalverlust ist möglich, aber okay, wenn du relativ breit gestreut bist in Aktien, was müsste passieren, damit es wirklich einen Totalverlust gibt? Naja, wenn solche Szenarien auftreten, die einen Totalverlust auslösen würden, dann braucht man sich wahrscheinlich, um das Geld keine Sorgen mehr zu machen, dann gibt es wahrscheinlich andere Dinge, um die man sich Sorgen machen sollte. Das ist so die zweite Möglichkeit. Das dritte Problem, warum das nicht jeder macht, das ist oft nicht so leicht skalierbar. Also klar, hier im T-Shirt-Business, jetzt sieht man bei mir relativ ganz gut, zumindest in gewissen Teilen ist es skalierbar. Aber so ab dieser Grenze gibt es ja irgendwie, ja, es gibt dann quasi so einen Peak, der erreicht ist. Das ist ganz oft der Fall, dass wenn man gerade im Internet oder allgemein als Unternehmer Geld verdient, das kann jetzt auch ganz klassisch sein, dass du einen Pizzaladen oder sowas aufhast, dass es irgendwo so einen Peak gibt, wo dann ist es schwer weiter zu skalieren. Das gibt es an der Börse ja quasi nicht. An der Börse, das ist vollkommen egal, ob du 10 Euro investiert hast, ob du 100 Euro investiert hast, 10.000 oder 1 Million. Die Rendite ist grundsätzlich gleich. Das heißt, das ist nur in gewissem Maße möglich. Natürlich im Internet ist es heute noch relativ leichter zu skalieren als wahrscheinlich vorher, aber kein Vergleich zur Börse. Grundsätzlich würde ich den Unterschied einfach wie folgt definieren. Das hier oben, die 7-8%, die kann man ohne Probleme Return on Investment nennen. Diese 100% hier kann man zwar auch ROI nennen, aber ich würde das vielleicht eher übersetzen mit Return on Information. Du brauchst ja erstmal diese Informationen. Das heißt, es bringt nichts, wenn du nur ein Gewerbe anmeldest und jetzt einen auf Unternehmer machst, sondern du brauchst ja auch die Informationen, dass das so funktioniert. Und das ist gerade in unserer heutigen, ja doch sehr schnelllebigen Zeit im Internet, können manche Geschäftsmodelle von einem Tag auf den anderen Tag quasi nicht mehr funktionieren. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du Unternehmer wirst, mehr Risiko eingehst, die Möglichkeit des Totalverlustes durchaus besteht, ja, du halt ein gewisses Risiko eingehst, sondern es geht auch um die Schnelllebigkeit der Informationen. Und je mehr Informationen du hast, desto höher können deine Renditen sein. Und ich sehe das in vielen Bereichen, jetzt nicht nur im T-Shirt-Business, deshalb als Unternehmer, wenn man das Geld wirklich in sich selber investiert, in das eigene Unternehmen, dann sind Renditen von vielen 100%, teilweise 1000% im Jahr durchaus realisierbar. Warum investiere ich nun, um auf den Anfang des Videos zurückzukommen, warum investiere ich nun mein Geld überhaupt noch an der Börse und nicht ausschließlich in mein eigenes Unternehmen? Ich muss sagen, dass die meisten Dinge, womit ich im Internet Geld verdiene, ja, da braucht man gar nicht so viel Kapital zu. Das heißt, das ist gar nicht so kapitalintensiv, ist jetzt nicht so wie, ja,
Vor 50 Jahren musste man eine große Fabrik aufmachen und brauchte wahnsinnig viel Kapital, um mit irgendwas zu starten. Das braucht man heute nicht. Ich habe ein gewisses Kapital zur Verfügung. Das nutze ich auch, um neue Dinge auszuprobieren. Aber wenn Dinge laufen und funktionieren, dann muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich das Ganze über Fremdkapital mache. Dann nehme ich mein eigenes Geld gar nicht mehr dafür. So, das heißt einfach, das Geld, was ich überhabe, ja, das stecke ich halt an die Börse. Einen gewissen Teil lege ich davon weg. Aber das Geld, was man nutzt, um sein eigenes Unternehmen voranzubringen, das ist heute relativ simpel, auch als Unternehmer mit Fremdkapital zu arbeiten. Und damit natürlich auch so ein kleines bisschen wie bei Immobilien das Eigenkapital, die Eigenkapitalrendite ordentlich nach oben zu schrauben. Das ist auf jeden Fall so der Weg, wie ich mir vorstelle, wie ich in wenigen Jahren die finanzielle Freiheit erreichen will. Das Ganze nicht über die Börse, sondern mit einer deutlich höheren Rendite, aber dafür im eigenen Unternehmen. Grundsätzlich kann man natürlich hier noch wahnsinnig viele Gründe anbringen, warum man das nicht so eins zu eins vergleichen kann. Der wichtigste Grund, den habe ich vielleicht so ein kleines bisschen unterschlagen, ist natürlich die Zeit, die man aufwendet. Das hat ein bisschen was mit den Informationen zu tun, die man erstmal benötigt. Das dauert manchmal am Anfang sehr, sehr viel Zeit und man muss sehr viel ausprobieren, ehe man die Informationen hat. Das heißt, am Anfang zahlt man quasi auch, um die Informationen zu bekommen, zahlt man auch mit seiner Zeit. Gerade am Anfang im T-Shirt-Business habe ich unfassbar viel ausprobiert, ehe das Ganze so funktioniert hat, wie das heute funktioniert. Das heißt, am Anfang ist der Stundenlohn wahrscheinlich von einem selber sehr, sehr gering. Je mehr Informationen man dann aber letztendlich hat, desto höher wird der Stundenlohn, einfach weil man selber deutlich weniger Zeit investieren muss. Aber gerade am Anfang bei einer unternehmerischen Tätigkeit kann der Stundenlohn gefühlt bei null liegen. Aber dafür kommt dann halt letztendlich auch Renditen raus von mehreren 100%. So, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelangweilt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.